Der Herr hat hier wohl seinen eigenen Bunker. Naja, die Neureichen, ne? Ach verdammt, ich hätte doch die AK nehmen sollen. Komm schon. Komm. Komm schon. Hallo? Jetzt aber. Hier kommt keiner mehr her, ne? Hier, nein, hier ist zu Ende. Und da gibt es noch ein Health-Pack. Und hier hoffentlich eine Rüstung. Doch nicht. Nur Munition. Na gut. Und hier sollten wir auf jeden Fall auch wieder mit der Schrotflinte ordentlich Gas geben. Wobei ich auch nicht immer dieselbe Waffe nehmen will. Das ist mir dann auf Dauer irgendwie zu einfach. Hier liegt nur AK. Oh Gott. Und hier ist keiner mehr. Hier kann man sich nur schön verschanzen. Das ist gut. Einmal Rüstung. Und dann kann man den nächsten hier schon wieder aufs Korn nehmen. Wo ist er denn? Da hinten. Ja, und einmal eine Rauchgranate, wie ich es liebe. Und er hat auch schon eine normale Granate und die... Hat er schon geworfen? Hat er nicht geworfen? Hat er... Hat er noch nicht geworfen. Gut. Und da qualmt es auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir einmal so ein bisschen auf Ruhe gehen. Mit der Sniper-Knarre, also Sniper, mit der nicht Sniper-Knarre, sondern mit der Schalldämpferwaffe. Weil ich glaube, da werden wir dann ordentlich nichts zu lachen haben. Weil die wirklich relativ langsam schießt und wir wirklich immer ein Heli verteilen müssten. Komm schon. So. Hoch, runter, hoch, runter. Eine Rauchgranate. Na gut. Komm schon. Ich hab dich gehört. Und es raucht da vor sich hin. Und ich trau mich mit der Waffe eigentlich so gut wie gar nicht, aber... Na okay. Der dritte Schuss war es dann, das sollte ich dann wohl nicht gleich auf den Auslöser drücken, sondern genauer irgendwie mal versuchen zu zielen. Dann geht's wohl... Ich meine, wenn uns jetzt einer mit einer Shotgun entgegenrennt, da haben wir doch keine Chance, oder? Vielleicht sollten wir dann auch eine Runde schleichen. So, ne? Hallo? Mit einer Tommy-Gun oder was? Ich hab dir doch jetzt schon zweimal in den Kopf getroffen, statt... Ich speichere lieber mal. Ah ja. Und dann schickst du erst nochmal irgendwie einen Kollege von dir hier rein, ne? Das kann's ja wohl nicht wahr sein. Oh, und ich sehe gerade, wir haben unsere... Oh, wie geil. Zweimal eine SOCOM. Einmal mit Schallgedämpfter, einmal ohne. Aber das bringt natürlich nichts. Am besten wäre natürlich, wenn beide Schallgedämpft werden. Hoch, runter, links, rechts. Da ist nichts. Und da ist auch nichts. Oh Gott. Da lang, da lang. Ich habe irgendwo von beiden Seiten was gehört. Ah, verdammt. Da kommen wir wohl nicht lang, ne? Hallo? Hallo? Na komm schon. Jetzt aber. Ich habe das Gefühl, die SOCOM lädt ein bisschen schneller nach als die... Boah, frag mich nicht, wie das Modell heißt, was wir ganz am Anfang hatten. Aua, 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 aua. Jesus. They're bringing the house down. Ja, da lassen sie doch fast schon den Bunker hier einstürzen. Was war denn das? War das eine Detektorfalle? Ich bin schon ganz außer, ganz verwirrt hier. Was war das? Ich habe schon wieder voll mit Hunden gerechnet hier, aber das scheint in dem Fall... Sobald wir da durch sind, bricht das hinter uns zusammen, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hinter uns bricht das zusammen, könnte ich wetten. Und dann kommen ganz viele Gegner von vorne, von hinten und von überall.
Hier, Tür, lass mich. Tür, lass mich rein. Oh. Leg dich mal schlafen, Kumpel. Genau, so ist recht. Hier gibt es nur Muni, die wir nicht gebrauchen können. Und wir haben jetzt noch 45 Schuss. Da sollten wir relativ sparsam sein. Können wir hier nochmal... Nee, da ist abgeschlossen. Oder sie klemmt einfach nur. So, kommt hier nochmal irgendwie ein heimlicher Besucher? Nee. Können wir hier rein? Da müssen wir dann wohl vermutlich sogar... Da kommt schon. Da müssen wir vermutlich dann noch lang. Oh Mann, und wir verballern echt hier. Gibt's hier nochmal irgendwas? Hier eine Kiste? Nein, hier gibt's nichts. Und wir verballern hier echt unsere wertvolle Munition. Aber hiervon haben wir eigentlich genug. Da sollten wir auch... Ja, den Tisch umschmeißen und uns dann mit dem Kopf gegen die Wand werfen. So wie der Kollege da drüben. Okay, hier gibt's auf jeden Fall nochmal Muni. Hier auch nochmal Muni. Und dann sollten wir hier auf jeden Fall mal uns langsam... dem dickbäuchigen Herrn mit der weißen Weste. Oh Mann. Wenn ich eine Schrupfe da habe, kannst du doch jetzt so nicht im Nahkampf hier vorbeikommen. So, das hast du davon. Okay. Da müssen wir wohl lang, aber hier gibt es bestimmt noch Muni oder so. Oder ein Gegner, den wir jetzt, wenn wir den nicht erledigen, uns nachher den Rücken fällt. Und eine Schutzweste. Und hier ist zu, ne? Da ist abgeschlossen. Ich hab's vermutet. Es gibt wieder bloß einen Gang in diesem Schlauchlevel, wo wir weiterkommen. Und das ist wohl hier lang. Und ich werde uns nochmal Ziele mal angucken. Und zwar, was haben wir denn hier? Finden Sie Vergara, eliminieren Sie Vergaras Leibwache. Okay, die Leibwache wird eventuell dann der Typ sein mit seinem weißen Hemd. Und verschaffen sich Zugang zu dem Bunker. Sind wir da nicht sogar schon drin? Hm. Und wir sollen den dann irgendwie ausfragen zu dem Virus. Haben wir irgendwelche neuen Waffen? Ne, haben wir nicht. Die wir uns irgendwie durchlesen könnten. Und hier kommen wir bestimmt nicht rein, sondern... brauchen dann irgendwie die Hand oder den Finger von irgendeinem. Oder wir müssen den dazu zwingen, da irgendwie den Finger aufzulegen. So, hier können wir auch nicht aufmachen. Oh nein. Oh nein. Hallo? Muere! Und du hast wieder deine Tommy Gun bei, oder? Joker out. Hm. Ich würde sagen, da gibt es eventuell Sachen wie diese hier. Die sollten dagegen eigentlich helfen. Ja, aber nicht so, wenn man sie sich vor die eigenen Füße wirft, ne? So, jetzt aber. Das sollte helfen. Komm schon. Da hinten jetzt. Da hinten hin. Und dann sollte eigentlich Geschichte sein. So viel haben wir davon jetzt auch nicht, ne? Oh. Was wartet denn jetzt? Eliminieren die Leibwache. Okay. Dann hat die Granate wohl doch irgendwie gefruchtet, vermute ich. Oder also es hat sich ziemlich nach Stromschlag angehört, als hätte er sich irgendwie am Sicherungskasten irgendwie... verbrannt und ist jetzt irgendwie noch ein Häufchen Asche oder so. Eine Rüstung. Okay, die hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Die sind ja schon voll. Aha, wir haben anscheinend irgendwie... Er stand da direkt im Wasser und wir haben irgendwie den Sicherungskasten kaputt gemacht. Aha. Wir dürfen jetzt bestimmt nicht ins Wasser, oder? Oder? Nein. Und die Keycard. Das ist ja wunderprächtig. Was habe ich aufgenommen? Ein Maschinengewehr. Anscheinend diese Tommy Gun oder was. Das muss ich gleich mal gucken. Nee. Ach nee, das kennen wir doch. Das ist doch absolut... Ich wollte schon sagen, assi. Aber das bringt ja eigentlich überhaupt nichts. Das ist sowas von ungenau. Das hatten wir ja schon in Kolumbien irgendwie. Und
Hat man hier nichts mitgetroffen, überhaupt nichts. So, gibt's hier noch was? Nein. Wir sollten wieder zur Schrotflinte. Und hier kommt gleich wieder einer, oder was? Hallo? Vorsicht ist echt die Mutter der, wie sagt man, Natur? Ich habe keine Ahnung. Lieber nicht so viel labern, sondern aufmachen. Oh Gott, da müssen wir noch länger jetzt dran rumfummeln. Ah ja. Wir sind also vor Ort. Alright, Vergara. Playtime's over. What's your connection with Prometheus? And what about the C-word star? Talk! You're too late. Romulus is already on its way to Tampa Bay aboard the C-word star. You'll never make it in time. And besides, it's too heavily guarded. You won't even get close, don't you see? They've won. Where are they planning to strike? New York? Los Angeles? What about Prometheus? Who are they? Where are they? I tell you nothing. They will kill me. You don't know what kind of people you're dealing with. I have people who can protect you. Tell me what you know and I can help you. You must be joking. No one can protect me from them. Not you, not the shop, not anyone. What? How do you know about the shop? I know many things about the shop. Maybe even more than you know. That's right, Major John F. Mullins of Oklahoma. Former member of the Phoenix Group in Vietnam. Crusaded against terrorism the world over. Convince? Or shall I continue? Listen to me, you mu- No! You listen to me! I have family. They will be killed. I can let that happen. I won't let that happen. What are you doing? It's the only way. Forgive me, Lord. Oh mein Gott! Damn it! Verdammt. Oh Mann, ja.